TrickBrick ist ein System, das als Reaktion auf die Klimakrise und die hohen CO2-Emissionen in der Baubranche entwickelt wurde. Die Basis bilden die Brickholzsteine. Sie werden wie Lego zusammengesteckt und mit Buchendübeln befestigt. Die Bauarbeiter benötigen weder Leim noch Befestigungsmittel wie Schrauben, sodass die Arbeit schnell und einfach erledigt werden kann. Ein Stockwerk mit 500 Quadratmetern Fläche entsteht in 2 Tagen. Hätten die Bauarbeiter klassisch mit Beton gearbeitet, hätten sie dafür 10 bis 20 Tage gebraucht. Sogar tragende Wände lassen sich mit Brick bauen. Und die Steine sind wiederverwendbar, was gute Perspektiven für den Umbau von Gebäuden eröffnet. Das Unternehmen Form at Wood hat sich von einer bescheidenen Tischlerei zu einer internationalen Designsensation entwickelt. Dafür mussten sie nur diese Akustikplatten aus Holz entwickeln. Sie verleihen dem Raum eine Weichheit wie bei frisch gebackenem Brot, hieß es in einem Testbericht. Auch die Zahlen sprechen für sich. Die 30 mm dicke Platte soll im Bereich von 200 bis 800 Hertz mehr als 60% des Schalls absorbieren. Außerdem verbessert sie den Sprachübertragungsindex. Im Klartext, damit klingen die Gespräche verständlicher. Und weil die Platten aus Eiche, Esche und amerikanischem Nussbaum gefertigt sind, sehen sie auch noch gut aus. Eine interessante Lösung sowohl für Tonstudios als auch für Wohnräume. Der Dämmstoff Timber HP wird aus Holzfasern hergestellt. Er ist resistent gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Fäulnis. Gleichzeitig hält er einer 2-stündigen Beflammung stand. Das Erfolgsgeheimnis verraten die Entwickler nicht. Bei der Herstellung werden die Holzfasern mit Borat versetzt. Und damit ist nicht Sacha Baron Cohen gemeint, sondern eine chemische Substanz. Sie wird in vielen Bereichen eingesetzt, vom Waschpulver bis hin zur sterilen Industrie. Der Dämmstoff ist übrigens sehr umweltfreundlich, denn er wird aus Holzspänen und anderen Abfällen hergestellt, die unter anderem aus Sägewerken stammen. Außerdem bindet und speichert Timber HP während seiner gesamten Lebensdauer CO2. Das Ergebnis ist ein negativer CO2-Abdruck von minus 9 Kilogramm pro 18,5 Quadratmeter. Die Entwickler haben sogar eine Papierfabrik gekauft, um diese Dämmung herzustellen. Die X-Fix-Elemente werden vorsichtig in die Nuten eingelegt und mit einem Hammer mehrmals eingeschlagen. Schon ist eine sichere Verbindung entstanden. X-Fix kommt ohne Leim, Schrauben, Bolzen oder andere Hilfsmittel aus. Auf diese Weise können Dach-, Decken- und Wandelemente befestigt werden. X-Fix wurde für die Zusammenarbeit mit dem Berliner Bauhausarchiv und dem norwegischen Bürogebäude Haseltree ausgewählt. Die klassischen Elemente der Variante CR100 sind in verschiedenen Längen bis 130 mm erhältlich und lassen sich perfekt kombinieren, auch mit Furnierschichtholz. Wenn ihr mal einen Megabalken braucht, dann wendet euch an Haslacher. Die sitzen dann mit ihrem Taschenrechner, rechnen nach und machen Folgendes. Stellt euch vor, ein Holzbalken wiegt 60 Tonnen, schwerer als ein M1 Abrams-Panzer. Um die geforderte Länge von 32,7 Metern zu erreichen, mussten die Handwerker 17 Einzelelemente zu einem Element verleimen. Am Ende war der Balken 1,10 Meter dick. Für den Transport mussten Begleitfahrzeuge geordert werden. Schließlich wurde der Träger für eine Brücke in Österreich verwendet. Und wenn gerade keine Brücke gebaut wird, produziert Haslacher Kamerabalken für Autobahnen, Einkaufszentren und andere Objekte. Selbst 52 Meter Länge sind für das Unternehmen kein Limit.
2019 ist in Norwegen eine ungewöhnliche Sehenswürdigkeit entstanden. Die Rede ist vom Mjøstårnet, wörtlich übersetzt Turm am See Mjøs. Das 18-stöckige Meisterwerk der Ingenieurskunst besteht aus Brettsperrholz. Mit einer Höhe von 85,40 Metern galt er zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung als das höchste Holzgebäude der Welt. Die einzigen Elemente, die nicht aus Holz sind, sind die Betonböden in den obersten Stockwerken. Im Innern gibt es Platz für ein Hotel, Privatwohnungen, ein Restaurant, Büros, ein Schwimmbad und vieles mehr. Die Architekten hoffen, dass ihr Beispiel andere inspiriert, ähnliche Sehenswürdigkeiten zu bauen. Und sie stellen fest, im Holzbau hat eine Art Renaissance begonnen. Ob es wohl möglich ist, die Eiffeltürme in die hölzerne Renaissance zu integrieren? Die Idee ist jedenfalls gut. In 6 Stunden entsteht ein 51 Quadratmeter großes Haus. Der Clou ist das ungewöhnliche Design, das an Puzzles und Origami erinnert. Die Häuser sind relativ leicht und stehen daher problemlos auf einem Pfahlfundament. Zum Standardlieferumfang gehören Sanitäranlagen, Splitsystem, Kunststofffenster, Warmwasserversorgung und Verkabelung. Möbel müssen separat gekauft werden. Damit ist es eine gute Option für Camping und Glamping. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Eiffelhäuser auch mit 4 Schlafzimmern erhältlich sind. Die Polytechnische Universität von Katalonien, Barcelona Tech, ist die größte ingenieurwissenschaftliche Bildungseinrichtung Spaniens. Sie verfügt über ein ganzes Netzwerk eigener Forschungszentren und bietet Platz für mehr als 30.000 Studierende. Sie entwerfen und bauen übrigens auch sehr interessante Gebäude. Zum Beispiel Pavillons nach dem Solinger-System. Damit kann man eine dünne, aber dauerhafte Netzstruktur bauen. Bei einem dieser Pavillons haben die Studenten 12 mm starkes Birkensperrholz verwendet. Auf Basis solcher Projekte können in Zukunft durchaus serielle Modulbauten aus Holz entstehen, die einfach zu montieren sind und dem Umwelttrend entsprechen. At Wandage Deck Tiles sind die perfekten Fliesen für die Selbstversorgung, sind sich die Entwickler sicher. Der Raum verwandelt sich in nur einem Tag. Müde von der alten Betonpiste? Wie wäre es mit Fliesen aus brasilianischem Naturholz? Zugegeben, der Spaß ist nicht billig. Eine 50x50 cm große Platte aus dem exotischen Stein Garapa kostet 18 Euro. Dafür wird die Farbe mit der Zeit nur intensiver. Für den Schutz vor Schimmel und Fäulnis hat der Hersteller schon gesorgt. Und die Montage ist so einfach, dass man sie selbst machen kann. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Videos mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Auch Garbelotto macht seinen Kunden das Leben leichter. Das Unternehmen hat das Clip-Up-System entwickelt, ein exklusives und bereits patentiertes Bodenverlegesystem. Es benötigt weder Kleber noch eine magnetische Rückseite und der verlegte Boden ist sofort begehbar. Die Zuverlässigkeit ist so hoch, dass das Clip-Up-System sogar für Fitnessstudios empfohlen wird. Das System basiert auf Polymerklemmen, die nicht nur eine sichere Befestigung, sondern bei Bedarf auch ein einfaches Entfernen der Parkettdiele ermöglichen. Die kann man übrigens bei derselben Firma kaufen. Nicht umsonst produziert das Unternehmen jährlich rund 1 Million Quadratmeter Parkett.
Hört auf zu träumen, wir können es bauen, verspricht die Firma Laverty. Sie baut sowohl klassische Blockhäuser als auch moderne Gerüstbauten. Erfahrung haben sie genug. Der Firmeninhaber hat es bis zum Vizepräsidenten der International Lock Builders Association gebracht. Einer der Vorteile von Laverty ist die Handarbeit mit authentischen Technologien, ohne jedoch auf moderne Werkzeuge und Geräte zu verzichten, wo sie wirklich notwendig sind. So verwendet das Unternehmen beispielsweise in der Modellierungsphase eine fortschrittliche Software von Detrix North American. Dies ist ein großer europäischer Anbieter von Programmen, die speziell für die Arbeit an Holzhausprojekten entwickelt wurden. Das Übink Bitumenband eignet sich zum Schutz von Holzbalken. Es ist widerstandsfähig genug, um Temperaturen von minus 40 bis plus 80 Grad Celsius standzuhalten. Und es ist so universell, dass es auch bei plus 5 Grad eingesetzt werden kann. Selbstverständlich ist das Band UV-beständig und verhindert das Verrotten der Balken. Eine Rolle besteht aus 20 Metern Klebeband mit einer Breite von 80 mm. Überschlägig gerechnet reicht das für eine Terrasse von 8 Quadratmetern. Die Rolle kostet 12 Euro. Kommen wir nun zu den klassischen Befestigungen im Baualltag. Auch in dieser Nische lassen sich die Hersteller immer wieder etwas Neues einfallen. So wurden die Fastfix-Befestigungselemente von Prida unter Laborbedingungen getestet und die Entwickler versprechen ein minimales Risiko beim Verschrauben. Die Befestigungstechnik StrongDrive SDWC Truss entspricht der internationalen Baunorm ICCES, eignet sich gut für den Einsatz in chemisch behandeltem Holz und ist in einigen Ausführungen zur besseren optischen Kontrolle in leuchtendem Orange erhältlich. Die Gummidichtungen von Deck-to-Wall erheben nicht den Anspruch, die besten zu sein. Sie werden für 23 Euro pro 10 Stück verkauft und sind nur für Entwässerung und Luftzirkulation gedacht. Aber mit Deck-to-Wall kann man 100, wenn nicht 1000 Euro sparen. Denn sie verringern das Risiko, dass das Material sich zersetzt. Die Dichtungen bestehen aus glasfaserverstärkten Polypropylen. Das macht sie unempfindlich gegen Wasser und Korrosion. Dank ihrer großen Auflagefläche verteilen sie die Last besser als viele Konkurrenzprodukte. Die kompaktesten Dichtungen kombinieren einen Gesamtdurchmesser von 5 cm mit einem Befestigungsloch von 8 mm Durchmesser. Anschließend noch zwei Lösungen, die sowohl für private als auch für gewerbliche Projekte relevant sind. Die erste Lösung sind Metallhalterungen für Holzpfähle. Sie werden von der deutschen Firma Pitzel hergestellt und eignen sich für die Montage von Holzposten auf Beton- oder Trägerplatten. Bei der zweiten Lösung handelt es sich um Masten aus WPC, Holzkunststoffverbundwerkstoffe. Natürliche Holzfasern werden mit Kunststoff kombiniert, wodurch die Masten relativ preiswert und weniger anfällig für Wasser sind. Sie können sogar unter Zäunen, Sichtschutzwellen und Pavillons eingesetzt werden.